Ich krieg's einfach wirklich nicht hin. Ich krieg's ums Verrecken nicht hin, dass wenn gutes Wetter ist draußen, dass ich Videos mache. Es geht nicht. Wenn die Sonne scheint, wenn wir hier irgendwie 27 Grad haben, dann kann ich mich hier nicht hinsetzen und Grand Theft Auto spielen oder generell GTA spielen. Hallo? Ja, lassen Sie mich doch mal bitte umziehen. Sind Sie eine Frau? Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Alles gut. Ich komme mit. Ja, okay. Kommen Sie gerne mit, mir egal. Sie wollen sich umziehen? Aha. So, Minjong, was kann ich denn für dich jetzt tun? Sind Sie eine Dame? Ich bin beides. Identifiziere mich als beides. Dich kenne ich. Heilung. Ich brauche eine Pille. Ich brauche eine Pille. Pille gegen was? Schnell, bitte. Pille, Pille, Heilung, Heilung. Mein Lebensbalken ist unten. Ja, ich kann dir gleich eine Viagra-Pille geben, Minjong. Nein. Dankeschön. Ja. Stopp, holen Sie mich bitte mit. Wohin? Ich muss auch zum Parkplatz. Schnell, schnell. Ja. Warte mal, Melissa, schlag mal kurz auf. Abfahrt. Welchen? Parkplatz, schnell. Welchen Parkplatz? Irgendeiner. Was machen Sie hier so auf den Start? Ich habe keine Ahnung. Heißen Sie Cisco oder wieso hat die Dame die ganze Zeit sich so gefragt? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielen Dank. Ist das Auto auch noch leer? Entschuldigung. Kollege! Ja? Mein Fahrzeug ist leider leer. Kannst du mich kurz wohin fahren? Ja, komm, steig ein. Komm, steig mal aus. Kannst Schlüssel haben für den Wagen. Ja, okay. Ja, ich muss auch gar nicht weit. Also, ich muss gar nicht weit. Ich muss nur hier zum PD. Zum PD, ach ja. Wissen Sie, ob ich mich irgendwie hier bewerben kann oder ruhig bewerben kann? Ich habe keine Ahnung, aber nicht bei mir. Können wir Englisch hinterher? Der schießt! Der im grünen Jogginganzug. Hier. Der hier. Der ist verrückt, der Typ. Der ist verrückt. Hoppla. Herr Beamter, der mit der Maske hat ihn angeschossen. Nein, ja. Der hat geschossen, der Typ hier. Guck doch mal. Ja, ich hab's gesehen. Nein, gar nichts ist passiert hier. Du lügst, du hast Waffe. Ich kümmere mich um das Problem. Snitch. Wohin? In Knast. Wieso? Weil du eine Petze bist. Ich mag keine Petzen. Ja, du hast ihn aber angeschossen. Hab ich gar nicht. Mann, ich habe es gesehen. Ja, keine Ahnung, was du gesehen hast, aber nicht, dass ich den angeschossen habe. Ein Scheiß, ich habe ihn bewusstlos gemacht, gell? Nee. Wer hat ihn bewusstlos gemacht? Hast du es nicht gemacht? Nein, irgend so ein anderer Typ. Schwör? Ja. Ja, was? Ja, das wirst du am Anfang. Nein. Ja, ist egal, ich steck dich jetzt in den Knast. Ja, aber ohne Grund, auf Ehre. Doch, weil du gepetzt hast, gelogen, meine ich. Ja, weil ich gepetzt habe. Gelogen hast du. Du bist eine kleine Lügnerin. Ja, bestimmt. Ein paar Sekunden später. Haben Sie eigentlich eine Waffe dabei? Hallo, ob Sie eine Waffe. Ich hab keine Waffe. Nicht? Nein, ich hab's vom Boden hochgehoben. Ah ja, nehmen Sie die wieder mit. Nehmen Sie die Waffe wieder hoch. Nehmen Sie die mit. Nein, ich werde sie nicht hoch. Ich kann sie nicht nehmen. Mein Rucksack ist voll, weißt du? Bro, ich nehm's nicht. Heb die Waffe jetzt hoch, komm. Warum? Damit du mich fesseln kannst, gell? Mit irgendeinem Grund. Heb die Waffe hoch. Schieß ohne Grund. Ich hab sie auf Video. Heb die Waffe hoch. Ich bin gerade auf Video, also mir ist es wurscht. Ich heb die Waffe nicht hoch. Ich will sie nicht, lass es! So, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Hey, ich war normal Daxler, warum hast du mir die Waffe gegeben? Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich höre dich nicht. Ich verstehe nicht, was du vorhast. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Wenn du es, können wir kooperieren, also... Ich bräuchte mal gerade einen Kollegen, Herr Ivanov. Herr Ivanov, kommen Sie bitte mit. Ey, wir reden gerade, sei mal ruhig. Halt die Schnauze. Ja. Junge, Problem oder was? Gib leer Rambazamba. Ich habe den Herrn hier aufgegabelt. Der hat einen illegalen Revolver dabei gehabt und war gerade auf Zivilisten am Schießen. Würden Sie den für mich bitte aus dem Wagen nehmen und, verknacken? Er erzählt auch die ganze Zeit Lügengeschichten, als ob er halt irgendwie, Schizophrenie hat. Also ich würde den auf jeden Fall unten in den Knast stecken. In den Knast. In die Zelle unten. Darf ich kurz was sagen? Diskutieren Sie nicht mit dem, der erzählt die ganze Zeit Lügengeschichten. Nein, vertrauen Sie mir, ich hab's auf Video. Ich bin gerade am Streamen gewesen. Der Herr hat ihn angeschossen. Hat er mich festgenommen. Und dann hat er mir eine Waffe gelegt. So ein dreckiger Lügner. Haben Sie vielleicht ein Repair-Kit? Ja, ich hab ein Repair-Kit. Steig ein. Dann gib mir mal bitte. Ja, bestimmt nicht. Musst einsteigen, dann kriegst du das. Ja, okay. Später. Hast du eigentlich Waffen dabei? Nein. Bin seit 10 Minuten auf der Insel. Komm, ich geb dir eine Waffe. Komm. Komm mit. So. Jetzt bist du schnell an der Waffe gekommen, ne? Mhm. Ich danke dir. Sag vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Komm, einsteigen hier, einsteigen. Ja, aber du hast mir gerade eine Waffe gegeben, aber du bist doch Cop, oder nicht? Nein. Doch, das ist ein Cop-Auto. Das ist kein Cop-Auto, das ist mein Privatwagen. Also... Ein paar Sekunden später. Helfen Sie mir doch. Der Kerl hat eine Waffe. Ah, stimmt nicht. Ja, der bedroht mich, der hat eine Waffe hinter mir. Der hat nicht mal einen Waffenschein. Er rennt, sehen Sie das? Der will flüchten. Bleiben Sie stehen oder ich schieße. Okay. Stehen bleiben. Ey, das ist so unfair, ne? Ich hasse dich.
4 Leute mit Langwaffe. Oh ja, den Notruf steuere ich aber sehr, sehr, sehr gerne an. Mit voller Freude werde ich diesen Notruf ansteuern und wahrscheinlich alle 4 alleine umrotzen. Ja, ja. Guten Tag. Sind Sie ein FIB oder ein Polizist? Wo sind die Menschen mit der Langwaffe? Wo waren die denn? Wo? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Du rufst die Polizei und dann sind die nicht da, oder was? Ja, was? Ja. Ja, geh. Hör doch. Geh aus dem Weg, ich würde gern ausparken. Was willst du? Ich will ausparken. Was willst du? Der Herr, Sie haben... Ist das Ihre Freundin? Ah, nein, hören Sie doch bitte auf. Dame, wollen Sie mitfahren? Wollen Sie mitfahren? Darf ich mitfahren? Nein. Mann! Nein! Nein! Ey! Ich würde gerne ausparken. Gehen Sie jetzt aus dem Weg. Ah, super, dass Sie da sind. Der Herr hat eine illegale Waffe dabei und keinen Waffenschein. Ich habe keine Waffe dabei. Er versämt mich die ganze Zeit. Ach, wie bitte? Was tue ich? Moment nochmal bitte. Dann haben Sie ja nichts dagegen, wenn wir Sie kurz durchsuchen, denke ich. Nee, ja, ne? Können Sie. Mir wurde eine zugesteckt, ich hab's ganz genau gesehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle, Kollege. So, mach ich halt Bodycam. Ich würde den festnehmen und zwar sofort. Schnell, schnell, ATM-Raub, steigen Sie mit ein, schnell, schnell. ATM-Überfall, schnell, schnell mitfahren. ATM-Überfall. Hände hoch. Hallo? Hände hoch, Hände hoch. Die Dame hat einen ATM-Raub begangen. Welche? Die hier. Ich bin vom LSPD, der Herr. Gott, Alter. Ich nehme sie fest. Sie haben das Recht und zu schweigen. Mit welcher Begründung? Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Herr Anwalt. Herr Winkler, das ist meine Kollegin. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen auch keiner... Also, das weiß ich, aber egal. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Nee, habe ich nicht. Nochmal wiederholen. Also, bitte. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ja, weiter. Das ist okay. Ja, Sie können sich jetzt echt einknasten. Ich bin vom LSPD, ne? Sie können die Regeln sicher selber durchlesen. Welche Regeln der, ja? Die meinen das Strafgesetzbuch? Genau. Ah, okay. Ja, das habe ich schon öfters. Ja, dann würden Sie ja wissen, dass es verboten ist. Ich habe ja gar keinen ATM-Raub gemacht. Ich bin Polizistin. Oh. Der Herr, hallo, lassen Sie mich jetzt sofort raus. Also, ich an Ihrer Stelle hätte den Automaten jetzt nicht versucht aufzubrechen. Habe ich ja auch nicht, ja. Doch, haben Aber Sie. Das wurde Sie mir gemeldet. Nicht, ja. Das wurde mir gemeldet. Aha, okay. Von wem denn? Ja, von dem Computer hier. PDA meinen Sie? Richtig. Ja, Sie dürfen hier aber nicht abkürzen, der, ja. 120 gibt das, ne? Was 120? Strafeinheiten. Haben Sie denn Beweise dafür, dass ich ein ATM ausgeraubt habe? Hallo? Ja. Ja, dann zeigen Sie mir die mal. Ja, die kann ich Ihnen gleich nochmal zuspielen, während Sie in der Zelle sitzen. Wollen Sie mich verarschen oder so? Wollen Sie eine Einzelzelle oder einen Zellennachbarn? Ich habe hier eine Dame vom LSPD, die jetzt eingeknastet wird. Möchte jemand eine Zellenkollegin haben? Herr Winkler, es ist mir scheißegal, was Sie für ein etwas sind. Sie lassen jetzt die Dame los. Entschuldigung, sind Sie bitte leise? Halten Sie bitte den Rand? Nee, nein, es ist mir egal. Finger weg von ihr. Finger weg von ihr. Kollege, kannst du einmal bitte den Herrn hier links neben mir in Handschellen legen, bitte? Der Herr, wollen Sie mich... Der Herr. Ich habe mich spontan umentschieden. Ich lasse Sie dann hier. Nee, jetzt ruhig. Und ich nehme die Dame mit. Die Dame, warum verfolgen Sie mich denn so penetrant? Sollen das? Lassen Sie mich doch einfach meinen Job machen. Frau Keks. Nee, Sie können mich mal am Arsch lecken. Das können Sie. Frau Keks, wo liegt denn das Problem? Was haben Sie denn? Frau Keks, reden Sie mit mir. Ich bin doch relativ nett. Man kann mit mir auch reden. Johanna Keks. Hallo, Frau Keks. Reden Sie doch mit mir. 12 Sekunden später. Frau Keks, geht's Ihnen gut? Frau Keks, keine Sorge, ich bin da, ich kann Ihnen helfen. Zum Glück habe ich eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht. Das wäre ja sonst ziemlich fatal jetzt hier. Einen Moment, ich taste Sie mal kurz ab, ja? Ah, Frau Keks, geht's Ihnen gut? Frau Keks. So wie Sie sind, können Sie jetzt gerne bleiben. Frau Keks. Tina für Keks kommen. Bei der Unterführung. Bei der Palito-Tunnel. Und dann nebendran ist ja die Gleise oben auf. Frau Keks, hören Sie mir zu. Nee, ich höre Ihnen nicht zu. Ich weiß, dass Sie ein VIP-Gast sind, aber langsam geht's hier auf den Sack. Halt die Fresse, Mann, ey! Blöde Alte, die geht mir so auf den Sack, ey! Ich habe Ihnen doch nicht mal was Schlimmes angetan. Könnten wir das vielleicht irgendwie anders klären? Ich gebe Ihnen 20 Mille oder so. Und dann tun wir einfach so, als wäre das hier nicht passiert. Ich fahre in die eine Richtung, Sie fahren in die andere Richtung. Und mit 20 Millionen im Koffer natürlich. Das ist eine Menge Geld, da müsste ich auch erstmal nachdenken. Hi.
Hallo. Ich bin erblindet. Helfen Sie mir. Und lang genug mitmachen und wegen dem Herrn ist auch mein Kollege gestorben. Es ist niemand gestorben, hä? Doch, es ist leider jemand gestorben. Würden Sie mir vielleicht jetzt mal hier... Also, ich sehe halt nichts, ne? Ich sehe alles schwarz. So, der Herr, was haben Sie denn zu sagen? Du genauso, ey. Meine, ich kann's nicht mehr hören. Dass Sie mich einfach festgenommen haben... Hallo. Dann machen Sie doch die Augen auf. Sie müssen nicht sehen. Sie müssen uns einfach nur zuhören. Hallo? Also, ich möchte jetzt eine Entschuldigung hören. Hallo, hört man mich? Hallo? Ja, man hört dich. Er tut jetzt nur so, als würde er nichts hören. Nee, ich höre wirklich nichts. Also, vielleicht müsst ihr F8 drücken oder so. Was? Also, das ist echt ein... Sie können sich jetzt mal entschuldigen, Herr Winkler. Genau. Also warum haben Sie das gemacht? Entschuldigen? Was ist das? Ja, sich bei einem entschuldigen, dass man Fehler gemacht hat. Ich kann es Ihnen jetzt halt mal so sagen, ne? Das, was Sie gerade gemacht haben, ist Korruption. Ja, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Kommt nicht nochmal vor. Okay, sehr gut. Dann drehen Sie sich bitte einmal rum. Ich nehme jetzt einmal die Handschellen ab. Natürlich. So, viel Spaß, ne? Tschüss. Ey. No. Kinderlau! Versuch's doch. Marcel. So, jetzt möchte ich gerne eine Entschuldigung hören. Negativ. Ich kann es Ihnen jetzt mal so sagen, ne? Sie haben mehr... Eine Entschuldigung, bitte. Ich hab eine GoPro am Laufen, ne? Ich werde das sofort hochschicken und es ist mir scheißegal. Es tut mir sehr leid, dass ich daneben stand und nichts gemacht habe. Sie haben damit nichts zu tun. Sie werde ich gleich mitnehmen und freilassen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie von der Dame in diese Situation mit hineingezogen wurden. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Auch Sie, Herr Butzbach, es tut mir schrecklich leid, dass Sie in diese Misere mit reingezogen wurden. Sie haben damit sicher nichts zu tun. So, Frau Keks, eine Entschuldigung bitte. Die Entschuldigung können sich in den Arsch stecken. Frau Keks, eine Entschuldigung jetzt bitte. Frau Pina, möchten Sie sich bei mir entschuldigen? Negativ. Warum nicht? Wofür denn? Dann sagen Sie mir drei Gründe, warum ich mich bei Ihnen entschuldige. Wir sollen uns entschuldigen für Ihre Inkompetentheit? Ist also, klar. Sie haben mich eben in Fesseln gelegt und wollten unbedingt eine Entschuldigung von mir haben. Jetzt habe ich Sie in Fesseln gelegt und will eine Entschuldigung von Ihnen haben. Ich sag's Ihnen halt jetzt mal so im Netten, ne? Ich habe alles auf GoPro und ich werde alles hochschicken. Wie? Ich sehe gar keine GoPro bei Ihnen auf dem Hemd. Ja, ich kann's mal so sagen, ne? Sie wissen vielleicht, eine GoPro sind versteckt, dass man sie nicht sieht. Nee. Das ist mir scheißegal. Können Sie mir jetzt bitte wieder die Handschellen abmachen? Ja, mach ich sofort. Eine Sekunde. Sonst nehmen Sie mich ja direkt wieder fest. Das wäre ja blöd. Nun, Frau Keks, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wobei, Moment, nee, Sie nehme ich mit. Frau Pina, schönen Tag noch. Stopp, halten Sie bitte an. Halten Sie an. Die rennt ja weg. Warum rennen Sie weg? Warten Sie. Stopp. Hallo. Können Sie auf abzuhauen? Ja, sei leise, Barbie. Frau Keks, wissen Sie was? Ich lasse Sie alle da. Oh ja, stopp. Oh. Ich werde sie jetzt hier einfach aussetzen, okay? Ich werde sie jetzt hier einfach loslassen. Okay, genug. Die Frau hat wirklich genug gelitten. Mehr als genug. Das Ding ist halt, nicht mal ein Admin hat mir geholfen. Eigentlich wollte ich von Anfang an dann so sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Admin an, der entfesselt mich dann und ich fessel die. Aber das habe ich ja nicht mal gebraucht. Ich habe es ja auch so geschafft. Ich habe einfach 5000 IQ. Ey, du Verrückter. Guck, wo du hinfährst. Scheiße. Oh nein. Oh Kacke, nein. Ich liebe die Polizeiarbeit. Wirklich. Oh, was ist denn hier? Ja. Oh, was ein Zufall. Herr Trinkmann. Ach, Herr Winkler. Wieder. Herr Winkler, wie geht's Ihnen? Gut. Was ist denn das hier? Wir machen hier eine Zollkontrolle, machen wir. Der Herr Winkler ist vorne bei mir gerade. Ach so, wirklich? Ihr macht hier Absperrung und dann jeder, der durchfährt, wird kontrolliert oder was? Ja, sobald er reinfährt, machen wir hinten zu. Geil. Darf ich mitmachen? Natürlich. Geil. Eine Zollkontrolle mache ich definitiv mit. Das sieht wirklich sehr spaßig aus. Oh. Das sind die Kollegen. Hallo, Frau Pina. Hallöchen. Ich kenne sie gar nicht. Die schießt einfach direkt. Oh nein. 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 Oh nein. Scheißdreck. Ich bin so tot. Auto ist eingekesselt. Oh nein. Stopp, halten Sie an. Herr Winkler, steigen Sie mal ein. Herr Winkler, steigen Sie ein. Hören Sie auf. Ey. Herr Trinkmann, helfen Sie mir. Herr Trinkmann, ja. Ich laufe wieder. Tschüss, war wirklich sehr schön mit Ihnen. Ciao.
Gott, sind die nervend. Oh Gott, sind die nervend. Oh, das war mehr als nur knapp. Junge, das war kurz vor 23:30, Junge. Ende. Kurz vor 4:00, meine ich. 12 Uhr Mitternacht. Es war vorbei. Boah. Nee, ich muss hier weg. Die jagen mich jetzt und jedes Mal, wenn die mich sehen, werden die versuchen, mich zu f***en. Da habe ich keine Lust drauf, deswegen werde ich jetzt einfach gehen. Schade um die Zollkontrolle oder was auch immer die machen wollten. Vielleicht kann ich das beim nächsten Mal realisieren, im nächsten Grand-Video. Ja, vielleicht machen wir im nächsten Grand-Video einfach ein paar Zollkontrollen mit Ataman zusammen oder so. Aber das hier ist vorbei, jetzt heute nicht, keine Chance. Ich bin ein flinker Wiesel. Oh. Frau Keks für Winkler, bitte kommen. Waffe 2 fährt zum Global. Keks, bitte kommen. Frau Keks. Frau Keks! Herr Winkler, was wollen Sie von mir? Sie wissen ganz genau, dass ich Sie nicht leiden kann. Also lassen Sie mich in Ruhe. Stehen Sie auf Fesselspielchen? Das sah mir nämlich ebenso aus. Deswegen frage ich nochmal nach, bevor wir uns nochmal sehen. Also ich würde drauf stehen, so. Ja, die Frau Keks auch. Die gibt das nun nicht zu. Also wenn wir uns nochmal sehen, dann wissen Sie ganz genau, Sie liegen in Handschellen. Und zwar in 2 Sekunden. Also die letzten 2 Male sah das anders aus. Wie wäre es, wenn wir uns zu dritt an einem geheimen Ort treffen und da unsere perversen Fesselspielchen machen? Hätten ich wäre dafür. Ich wäre dafür. Aber die Frau Keks, die spielt mit unfairen Tricks. Die kommt dann nämlich sagen, mit vereinter Frauenpower und dann kommen wir zu dritt. Unfairen Tricks wären dann einfach noch 50 andere Leute hinter meinem Rücken. Ja, genau das wird passieren. Das traue ich Ihnen sogar zu. Ja, ich habe gute Kontakte. Ja, das dachte ich mir schon. Also ich hätte bestimmt noch irgendwo in meiner Spielzeugkiste ein paar Plüschhandschellen. Frau Keks, ich habe hier was für Sie. Hören Sie genau hin, ja? Frau Keks. Also wenn sie nicht Johanna. 100 Milliarden für mich haben, dann können sie einfach mal ihre Klappe halten. Langsam geht ich auf den Sack. Johanna. Kann nicht jemand mal den scheiß Typen kündigen, ey? Ich liebe meinen Job, wirklich. Ich liebe meinen Job. Die Dame, kann ich sie mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Es ist nicht meine Dame. Junge, hier geht gerade die Welt unter. Ich habe noch nie so viel Regen gesehen. Ich hoffe, man hört das nicht zu krass in der Aufnahme. Steigen Sie aus. Ah, Sie wollten mich gerade tasern und ich wollte Ihnen nicht mal was tun. Frau Keks? Frau Keks? Frau Keks? Nö, Sie sind kein Arschloch. Ich bin kein Arschloch? Doch, sind Sie. Frau Keks, was soll denn das? Also ich wollte mich gerade mit Ihnen... Fragen Sie sich einfach selbst. Also ich wollte mich gerade mit Ihnen unterhalten und Sie haben wieder den Taser gezückt. Und dann haben Sie nicht überlegen mal... Überlegen Sie sich mal stark, warum? Sie haben nicht mal getroffen. Ja, ich dachte, vielleicht können wir das beide irgendwie ein bisschen anders klären oder irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht, ja, uns ein bisschen näher kommen, halt auf privater Ebene, außerhalb vom Job. Sie können mich mal... Hätten Sie denn Lust, mit mir einen Kaffee... Wenn Sie Ihre Art ändern würden, hätten Sie Lust, Kollegen mit mir oder Kaffee trinken Personen zu gehen, sind, vielleicht in einer Kaffeebar. Dann können wir gerne mal was machen. Aber wenn Sie weiterhin so gegenüber zivile Personen, Ihre Arbeit etc. sind... Was sagen Sie vergessen. Da? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe kein Wort verstanden, um ehrlich zu sein. Hallo? Sie können gerne mich mal kennenlernen, wenn Sie Ihre Art zu Kollegen oder sonst irgendjemanden ändern. Dann würden Sie auf ein Date mit mir gehen. Das habe ich so nicht gesagt. Doch, ich kann Sie kennenlernen. Kennenlernen heißt nicht ein Date. Ach so. Also gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Hallo, Schatzi-Pups, Honig. Komm, fahren Sie einfach irgendwo hin, nehmen Sie mir die Fesseln ab. Na, wenn ich Ihnen die Fesseln abnehme, dann werden Sie mich wieder fesseln. Nein, mache ich nicht. Doch. Nein. Ich verspreche Ihnen. Auf denselben Trick falle ich keine 2-mal rein. Ja, was denn? Was soll ich machen? Frau Keks. Diese Zelle ist für die Frau Keks reserviert. Kann nicht mal im Arsch lecken, genau. Oder? Ah, Sie haben ja wieder komplette Ausrüstung dabei, Mensch. So, Frau Keks. Also, jetzt reicht's aber. Sie gehen doch einfach durch ein Gitter durch. Das geht nicht. Frau kann doch nicht einfach durch ein Gitter. Oha. Ruhe. Frau Keks, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. 2000 Jahre später. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Nee, ich bin taub, wissen Sie? Lassen Sie mich einfach in Ruhe, Alter. Vielen Dank. Würden Sie vielleicht bitte jetzt nach oben gehen? Brauche ein bisschen Privatzeit. Lassen Sie niemanden rein, ja? Passen Sie an der Tür auf. So, Frau Keks, ich möchte mich nochmals bei Ihnen entschuldigen und hoffe... Oh, Moment. Und hoffe, dass wir in der Zukunft vielleicht doch eher besser zusammenfinden werden. Glauben Sie, ich habe eine Chance bei so einer hübschen Frau wie... Bei Ihnen? Frau Keks, warten Sie doch. Gehen Sie doch nicht immer gleich weg. Mensch. Dass man Sie auch immer zu Ihrem Glück zwingen muss. Ich kann Sie aber nur loslassen, weil wenn ich Sie jetzt entfessel, fesseln Sie mich. Außer ich entfessel Sie jetzt und renne sofort weg. War so klar. Oh oh, die wird mich jetzt fesseln. Die wird mich fesseln. Nein, Frau Keks, tun Sie das nicht. Tun Sie es nicht. Oh. Doch, ich tue das. Nicht schon wieder. Frau May, gehen Sie einfach weitergehen. May, einfach können Sie mich bitte entfesseln? Bitte entfesseln Sie mich. Bitte. Kommen Sie bitte her, entfesseln Sie mich doch. Ich gebe jemandem, der mich entfesselt, 20 Millionen Dollar. 20 Millionen Dollar für den, der mich entfesselt.
Wo hat die mich direkt... Ey, die hat mich direkt ins Auto gesetzt. Hä? Hallo? Wie bin ich hier im Auto gelandet? Hä? Hat die mich direkt in ein Auto reingesetzt? Das geht? Ein paar Sekunden. Oh, ist er noch da? Ha! Was soll das? Jetzt reizt diesmal... Oh, Herr Winkler! Zufall. Ich spring ihn um. Ich spring ihn sofort um. Hallo, ich muss mich gerade um eine Frau kümmern. Könnt ihr das vielleicht... Oh, Herr Winkler, ich habe mir in die Hose gekackt. Oh. Oh, ich habe mir in die Hose geschissen. Ihr seid zu zweit? Was ist denn das? Oh. Es reicht jetzt. Wie viele hier direkt Fanboyen? Haut mal ab, Jungs. Frau Keks, haben Sie was gesagt? Ich konnte Sie leider nicht verstehen aufgrund der 20 Kinder. Sie sind das Größte. Ich weiß, danke schön. Waren Sie schon mal am Strand? Wir sollten vielleicht einfach zum Strand. Waren Sie schon mal im Knast? Ja, tatsächlich sogar sehr oft. Ich war in den gleichen Knast, Alter. Aber ich möchte sie doch nur kennenlernen. Also es ist ja nicht so, dass ich sie wirklich nicht leiden kann. Ich würde sie halt wirklich gern kennenlernen und auf ein Date ausführen. Zählen Sie doch mal drei Dinge auf. Zählen Sie drei Dinge auf, die gegen mich sprechen würden. Sie sind ein VIP, tun was sie immer tun, machen, tun und lassen, was sie immer wollen. Na ganz langsam, sie ganz langsam. Nerven einfach. Fangen Sie noch nur mal rum. Vorne an. Sie fucken jede Person ab und machen ihren Job nicht gescheit. Ich mache meinen Job ziemlich gut. Ich habe ziemlich viele Leute eingeknastet in letzter Zeit. Ja, alle unschuldig. Nee, die Leute, die haben alle was verbrochen. Hä, ich stecke doch keine Unschuldigen in den Knast. Also das ist jetzt wirklich beleidigend. Können Sie eigentlich tauchen? Frau Keks, wie machen Sie das? Sie können ja wirklich tauchen. Hä? Frau Keks, wie geht das? Kommen Sie. Bisschen Joggen am Strand hat noch niemandem geschadet. Man muss die Leute einfach zwingen. Schauen Sie mal, das habe ich für uns organisiert. Ihr Mund bewegt sich, aber es kommen keine Laute raus. Lecken Sie mich am Arsch. Also, so schnell wollte ich das jetzt noch nicht angehen, aber wenn Sie wollen... Ey, warten Sie, ich war noch nicht fertig. Stopp, Moment. Ich war noch nicht fertig, hallo. Ich möchte auch in die Rillen rein. Würden Sie so lieb sein und mir einmal ins Gesicht furzen? Johanna, bitte furz mir ins Gesicht. Ich stehe drauf, na los. Später. Ja, dann lassen Sie sie mal los. Ja, wenn ich die loslasse, rennt die wieder, die geht auf mich los. Lassen Sie sie jetzt los, die geht los, auf mich los. Wetten? Guck hin. Ach, gar nichts. Die ist so mad. Sag ich doch, die geht auf mich los. Sehen Sie das? Ja, warum haben Sie auch eine Waffe in der Hand, hä? Ja, um mich zu verteidigen. Polizist. Die Frau, die ist gemein. Ach so, dann haben Sie eine Langwaffe dabei. Ich sag's mal so, Herr Winkler. Der Herr rechts neben mir ist ein guter Freund von mir und ist ein FBI-Agent. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Also. Ich würde sagen, machen Dispatch raus, dass die. Oder funk mal durch, ne? Dass sie mal kommen sollen. Okay, dann mache ich jetzt Steuerung Alt entfernen und Prozess beenden. Problem gelöst.